dachte, du bist einer der Ersten, wenn nicht der Erste gewesen. Daran möchte ich auch nochmal erinnern, der herausbekommen hat, wo die diesjährige Bilderberg-Konferenz gewesen ist. Und du hast dir eine Wohnung ziemlich in der Nähe von dem Tagungshotel gesichert. Und auch ein Pressezentrum unten am Fuße des Berges in Telfs. Ja, was sind so die wichtigsten Dinge, die du herausgefunden hast über die diesjährige Bilderberg-Konferenz? Also, ich kann euch sagen, ich weiß schon, wo sie nächstes Jahr stattfinden wird, kann aber noch nicht darüber reden, weil ich es erst bestätigt haben muss. Ja. Und das heißt, so früh haben wir es noch nie gehabt. Es war schon die Analyse der Teilnehmer damals in Kopenhagen konnte man dann unter Anwendung raten, wo es sein wird in Österreich. Und deswegen bin ich schon im Januar zusammen mit dem Charlie Skelton von Guardian sind wir schon nach Telfs gefahren und haben uns die ganze Sache, die Lage dort angeguckt und haben dann natürlich auch das günstigste von der Lage her Hotel haben wir dann entdeckt und haben dort entsprechend Zimmer reserviert. Der Wirt hat uns damals gesagt, er weiß gar nicht, ob er offen sein wird, denn der Staatsschutz hätte ihm sozusagen angekündigt, dass möglicherweise sein Hotel geschlossen sein wird. Und deswegen haben wir dann auch Plan B-mäßig unten im Tal nochmal ein Hotel genommen, das dann sich zu einem Pressezentrum entwickelt hat. Das heißt, dort sind die meisten Vertreter der alternativen Medien dann zusammengekommen. Jetzt wir haben dann 3 Wochen vor Beginn der Bilderberg-Konferenz Bescheid gekriegt, dass wir doch das Zimmer haben können, oben neben dem Tagungshotel. Und deswegen waren wir auch in der Lage, durch den Checkpoint zu fahren, als einer der wenigen, da wir ja Hotelgäste waren und konnten dadurch in dem Sinne so nahe wie möglich zu dem Bilderberg Hotel kommen. Das war nicht jedem möglich, denn die Absperrung 5 Kilometer vor dem Hotel, das war das Ende für die meisten. Nicht? Ich meine, das hast du ja auch gesehen. Ja. Und so, also das war auch der Grund, warum so wenig Leute zu der Demonstration irgendwie hochkamen, die am, wann war denn das, am Donnerstag, glaube ich, stattfand. Ja. Und da nur 60 Leute waren, weil es wurde einfach die Möglichkeit hinzukommen so eingeschränkt. Nicht? Also das war ja auch der Trick. Ja, ihr könnt schon demonstrieren, aber wie ihr hinkommt, das ist eine andere Frage. Ne? Also, das ist unglaublich. Donnerstag war der erste Tag der Bilderberg-Konferenz. Donnerstag, der 11. Juni. Ja, ja. Vor 2 Wochen jetzt. Genau. Jetzt, was ist meine Erkenntnis jetzt im Nachhinein? Erstens einmal, ich beobachte die Bilderberger, wie gesagt, schon seit 2004 und bin in diesen 11 Jahren zu den meisten Treffen gegangen, außer zu denen, die in Amerika stattfinden, weil einfach das zu aufwendig ist. Aber die in Europa stattfinden, habe ich mir praktisch alle angeguckt und war vor Ort. Jetzt im Vergleich kann ich sagen, dass so eine strikte polizeiliche Absperrung, so eine weiträumige Absperrung, so viel Aufwand für die Sicherheit habe ich noch nie gesehen. Ja. Also das war ganz klar etwas, was hier heraussticht, diese irrsinnig weite Absperrung, dass sie öffentliche Straßen gesperrt haben, Wanderwege und so weiter. Also das hat man vorher noch nie gesehen. Bisher war es immer so, dass sie nur das Gelände des Tagungshotels abgesperrt haben. Und das ist auch klar, weil das ist Privatbesitz. Aber die öffentlichen zugänglichen Gebiete hat man nicht abgesperrt. Hier war es aber so. Und das ist, sagen wir, das erste Mal.
Und auch der Aufwand, den sie betrieben haben, ist einfach irrsinnig, ja. 2100 Polizisten, 500 Soldaten, das sind die offiziellen Zahlen. Ich bin der Meinung, es waren viel mehr. Denn es hat ja nur so vor Polizei und Fahrzeugen und Militär gewimmelt. Ich meine, das hast du ja selber gesehen, ja. Ja, es war viel Polizei, die sind auch ständig da Streife gefahren. Wir sind ja außerhalb der Zone, die da gesperrt war, sind wir auf eine Alm gewandert, die aber relativ nah dran war. Und da hat man auch schon überall die Polizei patrouillieren gesehen. Genau, also hinter jedem Baum, an jedem Waldweg, auf jeder Wiese standen sie und haben das Gelände kilometerweit abgesperrt. Das heißt, man konnte das Tagungshotel praktisch gar nicht sehen. Es gab überhaupt keine Einsicht. Also im Gegensatz zu Kopenhagen oder auch in, sagen wir, in St. Moritz oder auch in Sitges in Spanien, hat man ja einen Blick auf das Hotel gehabt und konnte deswegen mit entsprechender Linse wenigstens ein paar Gesichter aufnehmen. Aber hier war es überhaupt nicht möglich. Die einzigen Fotos, die wir wirklich gut schießen konnten und Gesichter drauf hatten, war am Flughafen beim Ankunftstag und am Abreisetag. Die sind sehr erfolgreich, also wir konnten da wirklich sehr gute Fotos machen und das war der einzige Ort, ja, wo wir sie erwischt haben. Und ansonsten rund ums Hotel hat man überhaupt nichts gesehen, oder? Und das war wirklich einmalig. Das hat es noch nie gegeben. Und ich meine, ich kann mich noch erinnern, 2004 in Stresa in Italien, da waren wir vielleicht 10 Meter weg von ihnen auf der anderen Straßenseite und konnten ihnen beim Abendessen zuschauen. Und da war praktisch überhaupt keine Polizei dort. Ja. Und wir standen da gut. Wir waren aber auch nur 5 Leute. Weil damals gab es ja, Bilderberg war ja unbekannt. Also das war ja, niemand wusste, was Bilderberg ist. Außer so eine ganz kleine Gruppe von uns, die beobachtet haben, ja. Ich habe, wann war das? Ich glaube im Jahr 2009 hat mir mal bei Attac in Deutschland jemand erzählt davon, dass es Bilderberg gibt und dass die irgendwie starken Einfluss auf die EU haben. Aber man wusste nichts so genaues und es hörte sich für mich eher nach was Historischem an. Ich war mir nicht sicher, ob es die Gruppe überhaupt noch geben würde damals. Und dann habe ich es erst 2011 durch Berichterstattung von, ich glaube von Recenter war es, habe ich dann, ich glaube durch Recenter bin ich damals aufmerksam geworden. Und ich meine, auch RT hat damals schon berichtet und ein Schweizer Sender, du hast berichtet. Ich glaube, ihr vier war es gewesen, durch die ich dann neugieriger geworden bin, gesehen habe, Mensch, das ist ja noch top aktuell. Ich hatte es für was Historisches gehalten vorher. Genau, nee, dabei treffen die sich schon seit über 60 Jahren, ja. Ja, was ist das, was mir aufgefallen ist von den Teilnehmern her und von den Themen her? Ganz klar ist für mich die Teilnehmer von Alex Karp der Hammer. Wer und ist Peter, das? Der Alex Karp ist der Geschäftsführer von Palantir. Und das ist natürlich ein Hammer von einer Firma, wenn man weiß, was die machen. Ja? Und der Peter Thiel, der schon öfters teilgenommen hat, der ja angeblich der Gründer von PayPal ist, hat da massiv in diese Firma Palantir, die der Karp anführt, investiert. Die Firma ist mittlerweile angeblich 20 Milliarden Dollar wert und es ist erstaunlich, auf was die sich spezialisiert hat. Ich weiß nicht, ob du oder die Zuhörer überhaupt wissen, was Palantir bedeutet. Weißt du, was das bedeutet? Es hört sich irgendwie nach etwas aus dem Sicherheitsbereich an, aber ich kann es nicht anordnen. Also wer Herr der Ringe kennt, oder? Ich meine, du weißt ja Herr der Ringe, die Trilogie. Ja. Und die Filme.
Da gibt es etwas, das Palantir heißt. Und das ist das alles sehende Auge beziehungsweise die Kugel, in der man schauen kann und alles darin sieht. Das heißt also, da ja Peter Thiel, soviel ich weiß, ein Fan von Herr der Ringe ist, hat er die Firma nach dieser gläsernen Kugel genannt, die aus der Tolkien-Story Herr der Ringe kommt, wo man, wenn man hineinschaut, alles sieht. Und genau das ist, was diese Firma macht. Diese Firma Palantir ist darauf spezialisiert, die ganzen Daten, die zusammenkommen über das Internet, egal von den Surfverhalten oder überhaupt sämtliche Daten auch vom Handy und so weiter, werden gesammelt und analysiert und aus denen werden dann Vorhersagen gemacht. Und die Firma hat sich spezialisiert, eine Software, diese Analyse-Software an alle Sicherheits, wie soll ich sagen, Behörden zu liefern. Also an CIA, an FBI und. Ich habe in der Taz gelesen, dass die NSA riesige Probleme hat, was sie mit den ganzen Datenmengen anfangen kann. Hatte einen riesen Heuhaufen, aber findet die Stecknadel nicht mehr. Genau, aber Palantir liefert die Analyse-Software, die aus diesen Daten nach gewissen Kriterien dann Vorhersagen macht, beziehungsweise gewisse Sachen aufspürt. Also zum Beispiel Terroristen. Das heißt, anhand von gewissen Verhaltensmustern wird dann verschiedene Daten zusammengetan von einer Person und aus diesen Verhaltensmustern wird dann sozusagen von dieser Software gesagt, das ist jemand, der ein Terrorist sein kann. Oder was immer. Also es geht praktisch in Richtung Pre-Crime. Also ihr kennt ja den Film, oder? Ja. Wo da über diese drei, was weiß ich, was waren das? Das waren irgendwelche Seher, oder? Die haben dann die Zukunft gesehen, oder? Und konnten dann Verbrechen sehen und dann konnte man sie verhindern. Ja, also es geht in diese Richtung. Es ist ja bei der Polizei auch heute schon ganz normal deren Aufgabe abzuschrecken und auch zum Beispiel Gefährder zu beobachten. Also Leute, wo man meint, das könnte mal sein, dass die verhalten sich so verdächtig, es könnte sein, dass sie zu Verbrechern werden. Wobei die Polizei Gefährdern gegenüber, also wo man meint, die könnten Verbrechen begehen, vielleicht sind es auch völlig unbescholtene Leute, natürlich weniger Eingriffsmöglichkeiten hat, als bei Leuten, die verdächtig sind, etwas getan zu haben, was schon passiert ist. Genau, also es wandelt sich immer mehr von einer Polizeiarbeit, die erst nach einem stattgefundenen Verbrechen eingreift, zu einer, die schon im Voraus eingreift. Ja? Und das liefert Palantir. Diese Art von, und das, da kommen wir auf das Thema, das ja offiziell auf der Bilderberg-Liste stand, künstliche Intelligenz. Das heißt also, die Daten werden anhand von gewissen Logarithmen und gewissen Parametern, die man da eingibt, verarbeitet die ganzen Daten und kommt dann mit Resultaten raus. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es wird zum Beispiel gesehen, dass eine Person ein One-Way-Ticket von Kairo nach Miami gekauft hat. Er hat eine Wohnung gemietet, er hat ziemlich viel Bargeld von einer Bank abgeholt, er ist dann, hat dann Fotos von gewissen Objekten gemacht und das alles zusammen wird dann gesammelt von den verschiedenen Quellen und analysiert und dann kommt wahrscheinlich so eine Art, den müsst ihr euch ein bisschen, den müsst ihr euch jetzt anschauen. Verstehst du? Also ja. So läuft das. Und das offensichtlich ist diese Software der Palantir so gut, dass sie irrsinnig viel verkauft wird, denn sonst kann man diesen Wert der Firma von 20 Milliarden
nicht erklären. Also das ist irrsinnig, ja, was da jetzt passiert ist. Und wie gesagt, der Macher ist dort gewesen, plus der Finanzier, also der Alex Karp und der Peter Thiel und der Erik Schmidt von Google. Also das, weil das, was Google macht, geht ja auch in die künstliche Intelligenz rein. Nicht? Also das sehen wir ja. Zum Beispiel, dass ja Google einem Vorschläge macht und schon weiß, was man ungefähr suchen will und so Sachen. Also das geht ja auch alles in die künstliche Intelligenz rein. Und das ist das große Thema gewesen bei Bilderberg. Das heißt also, die Bilderberger beschäftigen sich überhaupt in den letzten Jahren immer mehr mit Technologie und was man damit machen kann. Ja. Das ist, sagen wir, die Quintessenz, die ich aus diesem Treffen und aus den Teilnehmern herausziehen kann. Und dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, diese ganze Datensammlung zu benutzen, um Muster zu erkennen, um Verhalten zu erkennen, um alle möglichen zukünftigen Sachen, die die Bevölkerung macht, zu erkennen. Oder Individuen, je nachdem. Also man kann einen großen Trend erkennen, ja, oder man kann einzelne Personen in dem Sinn beobachten und daraus ihr zukünftiges Verhalten erraten. Ja. Das ist also für mich die große Sache, die ich da sehe. Und ich werde auch einen Artikel über Palantir schreiben, weil das ist eine ziemliche Unbekannte. Ja. Ja. Nicht? Also da können die Zuhörer demnächst was auf meinem Blog lesen. Ne? Und wie gesagt, interessant ist, dass dieser Name Palantir aus Herr der Ringe kommt und diese Glaskugel ist, in der man reinschaut und alles sieht. Ja. Dann hattest du ja auch berichtet, du hattest, glaube ich, angefragt bei der deutschen Verteidigungsministerin, Frau von der Leyen. Und hast herausgefunden, dass sie einen Vortrag gehalten hat. Das deutsche Verteidigungsministerium hat tatsächlich geantwortet über die europäische Sicherheitsstrategie. Ja, genau. Also wir haben gefragt, wir wollten wissen, was hatte die Frau von der Leyen dort getan, warum war sie dort? Und dann hat man uns diese schriftliche Auskunft gegeben, ne, die eigentlich ziemlich verräterisch ist. Und für mich der Satz, der am meisten hervorsticht aus der Antwort vom Verteidigungsministerium, ist eigentlich: Die Teilnehmer der Konferenz verfügen in ihren Heimatländern über eine beachtliche Multiplikatorenwirkung in ihrem beruflichen, öffentlichen und auch persönlichen Umfeld. Das heißt für mich, die haben damit bestätigt, was wir immer schon gesagt haben. Also es werden bei Bilderberg Wissen verbreitet. Nicht? Also zum Beispiel, es kommen diese Typen, die sich auf künstliche Intelligenz und alles, was in der Zukunft technisch möglich ist, und halten ihre Vorträge. Und dann werden diese Schlüsse daraus multipliziert. Das macht dann die Leute, wenn sie zurückkehren in ihre Heimatländer und ihr Umfeld, benutzen dieses Wissen und multiplizieren es. Ja, also das wurde damit bestätigt. Ja, was wir schon lange sagen. Nicht? Also wenn Sie, das geht ja zurück auf den Beschluss 1954, eine Europäische Union zu gründen, die dann über die Multiplikatoren, ne, entsprechend umgesetzt wurde und die über die Jahrzehnte dann realisiert wurde. Ja. Nicht? Also das wurde da bestätigt. Ne? Die europäische Sicherheitsstrategie, die stammt aus dem Jahre 2003. Ich habe mir die mal genauer angeschaut. Und diese europäische Sicherheitsstrategie, die enthält eine ganze Menge Gummibegriffe. Und da stehen dann zum Beispiel Sachen drin, also es knüpft praktisch an diese gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, die der Artikel 42/43 EU-Vertrag hast. Nach Artikel 43 kannst du
Militäreinsätze machen, um dich in andere Länder Krisen einzumischen. Also ähnlich wie bei der NATO außerhalb des EU-Gebiets, wenn andere Länder Krisen haben. Und Artikel 42 für die Interessen der EU und Artikel 42 auch für die Werte der EU. Also wenn du irgendwo auf der Welt Verletzung von Menschenrechten, Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit beobachtest, und das passiert überall mehr oder weniger, und die Interessen, die haben die Regierungschefs in dieser Sicherheitsstrategie 2003 zuletzt festgelegt. Da sind so Sachen drin, so halbwegs definiert wie Terrorbekämpfung. Und da sind auch ein paar harmlosere Dinge drin. Aber da sind zum Beispiel auch Sachen drin wie gescheiterte Staaten. Also so, wenn Staaten zu schwach sind, da könnten sich dann irgendwelche gefährlichen Gruppierungen breit machen und deswegen, um das zu verhindern, kann man da einmarschieren. So die Logik. Und dann hat das Lissabon-Urteil das ja erstmal verboten, weil es gesagt hat, hier, das Angriffskriegsverbot steht über all diesen Gummivorschriften, beziehungsweise es hat die Gummivorschriften gar nicht explizit erwähnt, nur klar gemacht, es darf nicht umgangen werden. Und jetzt sehe ich zwei verschiedene Dinge. Einmal, dass Frau von der Leyen zum wiederholten Male über sie berichtet wird, sie will den Parlamentsvorbehalt, dass die Regierung das Parlament fragen muss, für Militäreinsätze im Ausland lockern. Und dann zum anderen hält sie Vortrag über die europäische Sicherheitsstrategie. Das Angriffskriegsverbot, daran wird nicht gerüttelt, aber dass das Parlament auf die Regierung aufpasst, dass sie das auch richtig macht, daran ist sie am Rütteln oder am Aufweichen. Das hat Willi Wimmer zuletzt im Kompakt nochmal in einem Gastartikel bestätigt. Der Kompakt-Ausgabe ganz aktuell. Moment, wo habe ich das Datum? Sonderausgabe Nummer 6 jetzt zum Kompakt. Ja, ich meine, aber faktisch ist ja dieses Nachfragen um Erlaubnisfragen beim Bundestag, ob man militärisch eingreifen darf, das ist ja eh schon lange nicht mehr so. Denn ich meine, der Gerhard Schröder hat ja bestätigt, dass er ja den Befehl gegeben hat, dass die Bundeswehr Serbien angreift. Ich meine, da wurde ja nicht, soviel ich weiß, der Bundestag gefragt, ob sie das dürfen. Ja. Und auch, was in Afghanistan ablief, das wird höchstens im Nachhinein dann abgesegnet. Aber vorher fragen, das ist ja schon lange nicht mehr so. Da hat das Verfassungsgericht eine gewisse Grauzone gelassen bei verschiedenen Einsätzen, aber im Grundsatz will das Verfassungsgericht das. Das hat das Verfassungsgericht nicht durchgelassen. Die ganzen Gummivorschriften, hätte es die so durchgelassen in Deutschland, dann wäre das Angriffskriegsverbot zumindest was, beziehungsweise genau was gemeinsame EU-Einsätze geht, dann völlig ausgehebelt worden. Das hat es nicht zugelassen. Ja gut, aber der Angriff auf Serbien war ein Angriffskrieg. Ja, ich meine, der wurde ja auch ohne UN-Mandat durchgeführt. Ja. Möglicherweise hat da niemand geklagt damals, da kann ich nichts dazu. Ich habe erst 2008 gelernt. Ja, das war ja 1999, ne? Der Angriff fand ja 1999 statt. Da habe ich noch keine Ahnung gehabt, dass ich sowas jemals wüsste, wie sowas geht. Das habe ich erst Anfang 2008 gewusst, dass ich mich mal beschäftigen muss. Okay. Deswegen konnte ich damals nichts dazu tun, aber da habe ich jetzt leider auch eine Wissenslücke. Ja, was ich damit sagen will, ist, dass alles immer mehr in Richtung, wir wollen zuschlagen können, ohne dass wir jemanden fragen. Ne? Also das kann man so in einem kurzen Satz sagen. Und das läuft natürlich, das muss man im Zusammenhang mit der Ukraine sehen und die ganze Hetze, die gegen Russland läuft und so weiter. Das heißt also, dass man da militärisch operieren kann, ohne eingeschränkt zu werden. Und darauf läuft es ja hinaus. Ja. Es ist überhaupt erschreckend. Ich kriege jeden Tag von meinen Lesern dramatische Berichte, was alles an Kriegsgerät im Moment in Deutschland landet und dann entweder in amerikanische Kasernen geht oder sogar sofort in Richtung Osten transportiert wird. Ich meine, ich habe heute ein Mail gekriegt von jemand, der mir sagt, was hier in Bremerhaven momentan an Kriegsgerät ankommt und verschifft wird, ist nicht mehr normal. Das geht von Militärkolonnen, die hier Container abholen, bis hin zu Panzern und sogar Apaches.
Das sind Hubschrauber, die über Bremerhaven fliegen und im Hafen verschifft werden. Vielleicht für die Ostfront, wer weiß. Also es ist unheimlich, was im Moment auch, ich kriege Zeugen, die mir sagen, sie sehen irrsinnig lange Züge, die voll mit Panzern sind und so weiter. Also es wird, und das ist ja auch das, was der neue US-Verteidigungsminister bereits vor ein paar Tagen angekündigt hat, eine massive Aufrüstung durch schweres Gerät und Aufstellung an der Grenze zu Russland. Was mir auffällt, ist, der NATO-Generalsekretär, der wird von verschiedenen Medien zitiert, dass die NATO nicht kein Feind Russlands sei. Aber das ist der Generalsekretär. Was heißt noch längst nicht die Meinung vom Sakeur und vom der ja 2014 bei Bilderberg war und wo es um die Ukraine ging und noch längst nicht die Meinung vom neuen US-Verteidigungsminister. Genau. Das heißt also, es ist ja so, der Generalsekretär ist ja mehr der Verkäufer der NATO-Strategie, aber die Generäle Breedlove und Kollegen, das sind die, die eigentlich wirklich die Befehlsgewalt haben und diese Sachen ausführen. Ja. Sie sind ja auch alle in der Ukraine gewesen, haben denen allen möglichen Versprechungen gemacht. Es werden auch Waffen und Soldaten als sogenannte Ausbilder in die Ukraine geschickt. Also generell kann man sagen, es werden auch dauernd diese provokativen Manöver gemacht, ob das jetzt in den baltischen Staaten oder auf dem Meer, bald in der Ostsee oder im Schwarzen Meer, werden die durchgezogen. Also es läuft alles in Richtung Aufrüstung. Ja. Mir kommt das so vor, dass man entweder einen Krieg will, aber nicht als der Böse erscheinen will und hofft, dass die andere Seite den Fehler macht, dann einen Angriff zu machen. Das kann ich mir vorstellen. Oder dass man versucht, wie soll ich sagen, Druck auszuüben, sozusagen den Weltfrieden in Geiselhaft nimmt für andere Ziele. Ja, ich meine, das ist natürlich aus der Historie gesehen ein beliebter Trick, dass man eine False Flag macht und so tut, als wie wenn man vom Feind angegriffen wurde, um eine Ausrede zu haben, um selber angreifen zu können. Ich meine, das kennen wir ja von der Radio Gleiwitz-Überfall, wo SS-Leute sich in polnische Uniformen verkleidet haben und dann den Radiosender angegriffen haben und dann wurde behauptet von der Nazi-Propaganda, die Polen haben uns angegriffen. Ja. Ich meine, das ist ein uralter Trick und das kann hier jetzt auch so passieren, dass hier eine False Flag abläuft und dann wird groß mit Propaganda erzählt, guckt mal, wie böse die Russen sind, sie haben uns jetzt angegriffen und ab 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ne? Also das können, mit sowas können wir rechnen. Nicht. Ja. Und dann also steht man natürlich als Opfer da. Nicht? Also das ist ja das ganze Ziel, als Opfer da zu stehen, das sich nur verteidigt. Ich meine, ich erwähne auch immer gerne, dass die Amis es gewesen sind, die uns Deutschen im Grundgesetz so sehr auf den Frieden verpflichtet haben, dass die sich mal erinnern können. Hallo, wir können auch friedlich sein. Ja, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass ja das dieses amerikanische Imperium sich ja in einem Kollaps befindet und deswegen es offensichtlich in den Köpfen dieser ganzen Psychopathen in Washington offensichtlich, die sehen nur einen Ausweg und das ist, einen Angriff zu machen. Auch das hat sich in der Geschichte oft wiederholt, dass wenn einem nichts mehr einfällt, dann macht man halt einen Krieg, um von seinen ganzen wirtschaftlichen Problemen abzulenken. Nicht? Das ist eine gute Idee. Das bringt mich auf gute Ideen, was man für den Frieden tun könnte. Ja, man muss nur die wirtschaftlichen Probleme der USA lösen. Ja, gut, aber das Problem der USA ist, der Grund für die Wirtschaft in Probleme ist, weil sie nichts in die Infrastruktur investieren. Ich meine,
Der ganze Laden bricht dir zusammen, rein von der Infrastruktur her, von den Straßen, Brücken und was immer sie haben. Ja. Ich meine, wer nach Amerika geht und sich mal das anschaut, der kann ja, der meint, da ist ein Krieg dort. Also warum? Weil so viel beschädigt ist und so. Und weil sie halt so viel in die ganze Waffengeschichte und das Militär stecken. Ich meine, wir wissen ja, das Budget von der amerikanischen Militär ist ja so viel wie von fast allen anderen Ländern zusammen. Das ist ja Irrsinn, ja. Und die amerikanische Wirtschaft funktioniert auch nur, wenn Krieg ist. Deswegen brauchen die den dauernd. Deswegen müssen sie auch Feinde erfinden, die man bekämpft. Damit diese Maschinerie permanent Waffen produziert und Bomben und ich weiß nicht was alles, das muss immer geschmiert werden und dazu muss man immer einen Feind haben. Nicht? Und irgendwo halt die Bomben abwerfen und so weiter. So funktioniert die amerikanische Gesellschaft. Mir ist noch was aufgefallen zu dem Thema Griechenland. Mhm. Kurz vor der Bilderberg-Konferenz hat der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis einen Vorschlag gemacht, dass griechische Schulden in Höhe von 27 Milliarden Euro, die Griechenland bei der Europäischen Zentralbank hat, bezahlt werden soll durch einen Kredit beim ESM. Mhm. Und das war kurz vor der Bilderberg-Konferenz, soweit ich mich entsinne. Und am 21.06. ist es offiziell, der griechische Regierungschef Alexis Tsipras will das auch. Gleichzeitig wollen sie auch ein paar andere Dinge, Investitionen, dass die Wirtschaft wieder anläuft, wollen sie da Unterstützung haben. Aber das Heftigste ist, sie wollen Kredit vom ESM haben. Da kann man sie dann ins Staateninsolvenzverfahren stecken, als ersten Staat der Welt. Mhm. Nicht allzu lange nach Bilderberg. Und Chef der EU-Kommission ist gewesen, als diese ganzen Sachen wie ESM, Fiskalpakt etc. geschaffen worden sind, José Manuel Barroso, der ist jetzt in dem Vorstand, ins Steuerungskomitee von Bilderberg aufgenommen worden. Mhm. Und 2011 waren einige der Schlüsselpersonen für die Schaffung des ESM bei der Bilderberg-Konferenz. Sie hatten zwei Tagesordnungspunkte, die dazu passten. Und im Folgemonat ist der ESM von den Regierungschefs beschlossen worden. Da sehe ich schon eine starke Verbindung. Und ich habe noch etwas gesehen. 2013 war auf der Gästeliste, auf der vorläufigen, also für London Watford, der Chef, der ist gerade 2013 Chef geworden, vom BDI, dem Verband zu der deutschen Großindustriellen, ein Ulrich Grillo. Und in der endgültigen Gästeliste war er nicht mehr da. Aber man findet ihn noch auf Public Intelligence. Und man findet ihn zumindest, wo ich zuletzt das letzte Mal nachgeschaut habe, von einigen Tagen, fand man ihn zumindest noch, ich nehme an, auch jetzt noch bei Wikipedia, dass er da gewesen sei. Er hat wohl zumindest vorgehabt, dorthin zu kommen. Das war übrigens diesmal auch der Fall. Es sind drei Leute auf der bereinigten Liste nicht mehr drauf, wo aber am Anfang drauf standen. Und ich wollte noch sagen, der Geschäftsführer vom BDI, ein Markus Kerber, der hat dann, gibt es einen Artikel von August 2013, dass Wirtschaft Zwangsvollstreckung gegen Schuldner starten will in der Eurozone. Und da hat er gesagt, damit die Privatisierung schneller geht, sollen die Staaten ihr Vermögen oder einen erheblichen Teil halt ihres Vermögens, besser gesagt, als Sicherheit geben für die Staatsanleihen. Und das sollen sie zur Sicherheit dem ESM übertragen. Von vornherein, also wenn sie da mal pleite gehen, dass das dann schneller verwertet werden kann, ohne dass sie jetzt noch einen Hilfskredit beim ESM beantragen müssten, verstehe ich das. Also dass es noch schneller geht, dass entsprechend große Mengen an Staatseigentum privatisiert werden. Interessant, der gleiche BDI, dessen Chef beinahe bei der Bilderberg-Konferenz 2013 gewesen wäre, dessen Generalsekretär hat diese Idee gebracht. Und sie haben auch schon im September 2011 ein Papier veröffentlicht, wie sie den ESM haben wollten. Was heißt schon, die Regierungschefs hatten sich ja schon ein, zwei Monate vorher
dann geeinigt, den ESM zu machen, auch wenn dann die endgültige Textversion des ESM daran noch gearbeitet wurde. Ja, ja. Ja, ich meine, neben diesem ganzen künstlichen Intelligenz-Thema war natürlich, wie gesagt, Russland, NATO und Iran ein Thema. Griechenland wird sicher auch ein Thema gewesen sein. Griechenland auch als Symbol für die Staateninsolvenzverfahren. Ich glaube, dass sich das im Moment hinzieht, damit man es nicht offensichtlich wird, was das Staateninsolvenzverfahren mit Griechenland macht, bevor sie das weltweite Ende September durchkriegen. Mhm. Ja, ich meine, was Griechenland sehen, ist ja alles nur ein Theater, nicht? Also das sind Schauspiel, die da jetzt ablaufen in Brüssel, diese ganzen Treffen der Staatschefs, der Finanzminister und so weiter. Aus keinem einzigen Treffen kommt eine Lösung raus. Das Ganze wird einfach hinausgeschoben, ja. Und jeder Vorschlag, den die Griechen machen, wird ja irgendwie mit dem Rotstift durchgestrichen, ja. Nicht? Obwohl die griechische Regierung immer mehr den Gläubigern entgegenkommt. Ja, ich meine, sie haben ja vorgeschlagen, massiv die Steuern zu erhöhen, Mehrwertsteuer und so weiter. Und trotzdem passt das den Gläubigern nicht. Und ich weiß nicht, was die noch alles anbieten können, um sie glücklich zu machen, in Anführungsstrichen. Ja. Ich meine, realistisch gesehen, und das habe ich schon vor 5 Jahren gesagt, gibt es für Griechenland nur eine Lösung, und das ist raus aus dem Euro und eine eigene Währung machen und abwerten und die ganzen Schulden einfach durchstreichen. Ja? Ja. Das ist das Einzige, was sie machen können. Weil was in den 5 Jahren passiert ist, das ist so ein Dahinleiden, wo am meisten natürlich die Bevölkerung gelitten hat. Ich verstehe nicht, warum es in Griechenland keine Patrioten gibt, die endlich die Notbremse ziehen und sagen, jetzt ist Schluss mit dem Ganzen. Jetzt steigen wir aus dem Ganzen, machen vielleicht eine schmerzhafte kurze Zeit durch, aber dann kommen wir aus diesem Tal wieder raus. Ja? Gibt es schon, nur haben die bei den Wahlen nicht unbedingt die Mehrheit gehabt. Ich bin auch nicht sicher, ob mir alle von den bekannt sind. Also durchaus gibt es solche Patrioten, die auch nicht allzu weit rechts sind. Übrigens, Island hat es ja vorgeführt. Island hat es vorgeführt, wie man es macht. Ja? Sie haben es ja so durchgezogen. Sie haben eine kurze, schmerzhafte Periode durchgemacht und dann sind sie wieder rausgekommen. Und den Isländern geht es ja gut mittlerweile wieder. Ich habe den Eindruck, also jetzt, wenn ich jetzt den Begriff Patrioten in dem Sinne verwende, da findet man die im verschiedenen politischen Spektrum, von ganz links bis gemäßigt rechts. Ich denke, es sind nur Menschen in den Parteien und es ist halt in jeder Partei gemischt. Es gibt auch sehr kritische Stimmen bei Syriza, zum Beispiel der Innenminister oder der Energieminister, aber die sind nicht Finanzminister und nicht Regierungschef. Ja, genau. Ja, es gibt ja innerhalb, zum Beispiel zwischen dem Energieminister und Finanzminister, gibt es ja auch Streit, weil der Energieminister hat ja diese Vereinbarung mit Russland wegen dem Gas gemacht, was wiederum dem Finanzminister nicht passt. Und so geht es auch intern hin und her, ja. Ja. Nicht? Jetzt zurückkommend auf Bilderberg. Ich bin der Meinung, dass da natürlich, wie ich schon lange sage, wichtige Informationen einerseits untereinander ausgetauscht werden und andererseits sicher Beschlüsse gefasst werden. Interessant ist ja, wie gesagt, dass der Barroso in den inneren Kreis aufgenommen wurde. Der ist ja nicht gerade, sagen wir mal, eine kleine Nummer. Und das ist natürlich interessant, dass der sich dort jetzt eingefunden hat. Der übrigens einer der größten Vertreter von TTIP ist, oder? Von diesem transatlantischen Abkommen.
Karel de Gucht war auch da, der unter ihm Handelskommissar war. Und Barroso war auch sehr vehement dafür, dass EFSF eingeführt wurde, also das dritte Mechanismus mit der Troika, da wo er vor allem Griechenland das Geld herbekommen hat oder Spanien das für die Bankenrefinanzierung und Teil auch Portugal. Und dass das eingeführt wurde, da hat er richtig Druck gemacht im Juni 2010. Die Daily Mail hatte ihn da zitiert, dass er eben besorgt sei, dass da, wenn die keine Hilfsgelder kriegen, Staaten im Süden Europas, dass sich dann so ein Chaos einstellen könnte, dass es notwendig werden könnte, in Richtung Diktatur zu gehen. Und da hat er Spanien, Portugal und Griechenland schon erwähnt, namentlich. Und er war ja mal pikanterweise Regierungschef von Portugal. Genau. Also hat schon ziemlich heftig argumentiert, um den Vorgängermechanismus vom ESM durchzusetzen. Ich meine, auf was es ja hinausläuft, ist ja dieser gewaltige Druck, alles zu privatisieren. Das ist ganz klar ein Bilderberg-Programm. Ja, Texte von 19, Verhandlungsmandat, TTIP. Genau, also alles zu privatisieren, das ist ein ganz großes Thema. Und was mich einfach beschäftigt, ist, dass die Konzerne offensichtlich, ich meine, das, wenn ich das beobachte, wer teilgenommen hat, es ist interessant, dass eigentlich relativ wenig Politiker und von der EU eigentlich niemand da war, und aber dafür die Konzerne mehr vertreten sind. Also das ist ganz klar auch dieser Druck der Privatisierung, ja, dass die immer mehr überhand nimmt. Nicht? Von der EU war Herr Curé da, von der EZB, jetzt nicht der Chef, aber schon Vorstandsmitglied. Und der sich auch Sorgen gemacht hat im zeitlichen Zusammenhang mit der Bilderberg-Konferenz, als sich dieser Bankrun abgezeichnet hat und sich dafür eingesetzt hat, dass die EZB zumindest den griechischen Banken wieder mehr hilft. Ja, aber diese ganzen Hilfen, egal woher sie kommen, bedeuten ja im Endeffekt immer eine Aufstockung der Schulden. Ich meine, wie will man Griechenland helfen, indem man immer mehr Schulden ihnen aufbürdet? Ja. Das kann ja nicht die Lösung sein. Es gibt einen großen rechtlichen Unterschied. Der ESM ist verpflichtet, strenge Auflagen zu machen für die Kredite. Und wenn der Staat nicht kreditwürdig befunden wird, unter Aufwendung dessen, was er noch hat, vom Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen, was er kürzen kann, Steuern erhöhen kann, privatisieren kann, wenn er da nicht für solvent befunden wird mit dem, was er bereit ist anzusetzen, dann kommt der Staat ein Insolvenzverfahren. Die EZB kann das nicht machen mit Griechenland, die hat solche Druckmittel nicht. Ja, aber es läuft immer darauf hinaus, die Schulden werden immer mehr. Ja? Das schon, ja. Und das kann es ja nicht sein, weil ich kann ja nicht das Land, das ja eh schon astronomische Schulden hat, immer mehr draufpacken. Und das können sie ja nicht tragen. Also muss man die Last wegnehmen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, und deswegen müssen die Schulden irgendwie verschwinden. Die müssen weg. Und ich meine, das kapiert doch ein Erstklässler, dass das so sein muss. Aber sie wollen es einfach nicht. Also ja. Meine Rechtsauffassung ist, dass zumindest der Hauptmaßstab, wenn nicht der einzige Maßstab, die Grundrechte und die Menschenrechte im Schuldnerland sein müssen. Denn die muss man gekannt haben, wenn man im Land viel Geld leiht. Da wird sich jeder sorgfältige Kreditgeber sich anschauen, wie viele soziale Rechte die haben und sich überlegen, ob er denen so viel Geld leiht. Ja, ich meine, seit wann interessiert die Geldgeber soziale Belange? Ich meine, wir wissen doch, was sie immer mehr die Daumenschrauben anlegen, ja, und immer mehr Kürzungen machen und Renten kürzen, Gehälter kürzen, Steuern erhöhen und so weiter. Die saugen ja immer mehr aus der Gesellschaft raus, um diese ganze Schuldentilgungsgeschichte oder was immer möglich zu machen. Nur, das Ganze läuft ja so, man kann ja nicht mehr rausziehen, als überhaupt vorhanden ist. Und die sind ja eh schon blutleer. Also die Griechen, die haben ja nichts mehr. Und doch, die haben noch Erdgas, Erdöl, Daseinsvorsorge, Behörden, Gerichte, aufwendig ausgestattetes Militär, Polizei, das können sie alles noch hergeben. Ist nur nicht rechtmäßig, aber
Wenn Griechenland ist ein Rechtsstaat, der darf nicht die Kontrolle verlieren. Eine Demokratie ist er auch. Auch deswegen darf er nicht Kontrolle verlieren. Aber Ja gut, ich aber hörte noch. im Endeffekt trägt ja immer die Schuldenlast die Masse der Bürger. Ja, die tragen das in irgendeiner Form. Ja. Und diese Erschließung von irgendwelchen Rohstoffen, die irgendwo vielleicht da in der Ägäis sitzen, das dauert ja irrsinnig lang, bis da mal Geld fließt. Ja, Ach also schon. nicht, das ist ja nicht so, dass man morgen schon einen Hahn aufdrehen kann, ja, sondern das muss ja alles erst passieren. Ich sehe, ich meine, wie ich vorher sagte, ich habe schon vor 5 Jahren, wo die Krise losging, gesagt, man muss einfach raus und einen Schlussstrich ziehen. Und dieser Zwang, dieser permanente Zwang, immer noch in der EU zu sein, immer noch im Euro zu sein, der funktioniert nicht. Ja, das geht nicht. Ja, und ich weiß nicht, wie die das lösen wollen. Wenn sie, für mich ist das so eine endlose ein endloses Leiden. Ja. Die wollen erstmal, ich denke, es geht darum, so erstmal die ganze Privatisierung bei einem Land durchzuziehen, so als Muster, und dann bei ganz, und dann bei möglichst vielen anderen Ländern. Und ich frage mich, ob ich habe da den Eindruck, dass die teilweise auch die Menschen extra leiden lassen, in dem Sinn, im Sinne einer Schockstrategie, wie Naomi Klein das in ihrem Buch formuliert hat. Ja, genau. Schockstrategie, denn unter Schock akzeptieren die Menschen natürlich eher drastische Maßnahmen, als wie wenn es ihnen gut geht. Ganz klar. Ich sag mal ein Beispiel, als sie dieses Sperrkonto für den Schuldendienst für Griechenland das erste Mal gefüllt haben, da haben die tatsächlich auch Guthaben von Krankenhäusern genommen. Ich meine, da können dann plötzlich sein, dass lebenswichtige Materialien, Medikamente etc. nicht mehr bezahlt werden können, dass Menschen sterben. Man hätte es überall anders hernehmen können, aber nicht da, wo Geld sein muss für Dinge, die direkt lebensrettend sind. Das ist das, wo man es als letztes hätte machen dürfen. Das hat man da gemacht, als wäre das selbstverständlich. Also das ist schon ziemlich drastisch gewesen. Also das sieht mir sehr nach Schockstrategie aus. Ja, und das Gesundheitssystem in Griechenland schuldet ja den Pharmafirmen viele Milliarden. Und die Pharmafirmen sind ja in einer Situation, wo sie sagen, wenn du nicht bar im Voraus zahlst, liefern wir dir nichts mehr. Ja, was wiederum eine Riesenkonsequenz für die Patienten hat. Nicht? Also, das ist echt schlimm, was da abgeht. Und ich verstehe auch nicht die Demonstrationen vorgestern von Leuten, die vom griechischen Parlament, die immer noch im Euro sein wollen. Ich meine, was stellen die sich denn überhaupt noch vor? Das sind wahrscheinlich eher Sparer als Patienten. Aber ich weiß nicht, wer das ist, warum die immer noch an der EU und am Euro hängen. Keine Ahnung, ja. Was sehen die da? Was versprechen sie sich davon? Ich meine, jetzt hat's doch lang genug, jetzt haben wir doch lang genug bewiesen, dass es nicht funktioniert. Ja. Nicht? Aber ich weiß auch nicht. Dass da nicht mal jemand den Reset-Knopf drückt und sagt, jetzt ist es fertig und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Aber Ja, so ist es halt. es kommt darauf an, wer an welchen Knöpfen sitzt. Ja. Ja, gut. Was Wie. mir noch aufgefallen ist, die Bilderberg-Konferenz hatte ja auch das Thema Mittlerer Osten. 2014 ging es eben um eine neue Architektur für den Mittleren Osten. Jetzt hat RT Deutsch berichtet, dass die Zahl der amerikanischen Politiker wächst, die meinen, man könne die Einheit des Irak nicht mehr durchsetzen. Das haben wir ja schon vor vielen Jahren gesagt, dass es das Ziel dieses ganzen Irakkrieges ist, es in drei kleine Einheiten aufzusplitten. Ja? Und offensichtlich wollen sie das machen. Ich meine, das passiert ja eh schon. Ich meine, wir haben das kurdische Gebiet, wir haben das sunnitische und das schiitische Gebiet. Also das sind ja eh schon drei Sachen, ja, das Land aufzuspalten.
Nicht? dass sie im sunnitischen Gebiet jetzt diese grausamen ISIS-Leute haben. Und es wirkt so, als würde man sich damit möglicherweise abfinden wollen. Ja gut, ich bin ja der Meinung, das ist ja eh ein Kind von der CIA. Das ist einfach ein Rebranding von der Al-Qaida. Da haben sie halt einen neuen Namen erfunden und neue Angestellte da engagiert, die Terror machen, um als Umweg den Assad loszuwerden, ja. Und weil es ist ja nicht zu fassen, dass diese ISIS so frei operieren kann, irrsinnig viel Waffen hat und überhaupt über sämtliche Mittel verfügt und ungestört da immer mehr Land erobern kann. Ja, ich meine, das muss doch gewollt sein. Das muss von allen Seiten, die um Syrien rum sind, muss das gewollt sein. Ja. Zumindest das Material muss sie aus dem Ausland bekommen. Die hat ja keine Fabriken da stehen. Ja, und es fällt auch nicht vom Himmel, ja. Also muss es auf dem Landweg irgendwie dahin Ja, transportiert werden. Das natürlich, muss natürlich. mindestens eines der Nachbarländer zulassen. Genau. Und ich gehe davon aus, dass es alle machen. Ja, weil sie alle ein Stück vom Kuchen von Syrien haben wollen. Die wollen ja nicht nur Irak aufteilen, die wollen ja auch Syrien aufteilen. Ja. Und praktisch, dass es nicht mehr existiert, sondern nur noch in gewisse Interessensgebiete von türkischer, israelischer, jordanischer und saudi-arabischer Seite sich jeder ein Stück Kuchen dann nimmt. Ja. Nicht? Auf das läuft es ja hinaus. Ich meine, was auf jeden Fall bestätigt ist, und das habe ich bei Beginn dieses Syrien-Konfliktes geschrieben, dass es um die Pipeline geht, dass es um die Gaslieferung von Katar über Syrien an das europäische Netz geht. Ich meine, das ist eins der wichtigen Motive für das Ganze. Ja. Kann man so eine Gaspipeline nicht von Katar nach Saudi-Arabien, Jordanien, Israel, da kann man doch Syrien umgehen. Das ist doch gar nicht nötig. Und da gibt. Aber der Anschluss erfolgt ja über Türkei. Ach so. Die Brücke nach Europa ist ja die Türkei. Ach so, man möchte jetzt nicht einen Umweg mit haben, bis man mit Schiffen fährt, das kurze Stück, sondern es soll direkt in einer Geleitung durchgehen. Ja, ich meine, Gaslieferung über Schiff, das ist ja, wie soll ich sagen, da kriegst du ja keine Mengen zusammen und ist teuer. Stimmt. Ja, und deswegen, es geht ganz klar um eine Pipeline, die durch Syrien in die Türkei geht. Und darum wird diese, es ist ja immer, es geht ja immer bei fast allen Sachen um Energie, um Pipelines, um Öl, um Gas und um solche Sachen. Das ist ja das Wichtige. Ja, und deswegen, und da ja Katar einer der größten Gasproduzenten ist, will man das halt durchziehen, nicht? Ich meine, das hat man ja auch bei Verhandlungen gehört, die mit Russland passiert sind, wo die Saudis ja gesagt haben, wenn ihr den Assad fallen lässt, dann machen wir doch einen Deal, dass ihr euer Gas liefert und wir unser Gas liefern können, ja? Ihr könnt sogar eure Militärbasis am Mittelmeer behalten. Das war ja ein Deal. Auf das ist aber Putin nicht eingegangen. Ist ja nicht so Ja. einfach, weil es da, glaube ich, doch sehr enge auch Beziehungen gibt zwischen Russen und Syrern, auch von der Bevölkerung. Eben. Das kann man nicht einfach so fallen lassen. Ich meine, das haben wir ja auch gesehen. Der Ukraine-Konflikt geht es ja auch um die Durchleitung von Gas. Ja. Nicht? Und Russland hat ja jetzt entschieden, dass ja bis 2000, ich weiß nicht, 17 kein Gas mehr durch die Ukraine nach Europa geht, sondern dass das obenrum über die Nord Stream geht. Man redet ja sogar, dass eine zweite Parallelpipeline zu der vorhandenen über die Nordsee geht, dass man die baut. Plus untenrum über die Turkish Stream das Gas liefert, ja. Man redet sogar darüber von Griechenland, wenn Griechenland sich da anschließt,
dann das kurze Stück zwischen Griechenland und Italien übers Meer mit einer Pipeline zu überqueren, dass das Gas dann unten von Italien raufkommt. Nicht? Also das wird ja auch diskutiert. Ne? Ach, dann, dass man Mazedonien umgeht und Serbien und so. Ja, oder beides hat. Nicht? Also, dass man mehrere Wege hat, wie das Gas nach Europa kommt. Denn außerdem ist ja Italien ein potenzieller großer Kunde für Gas. Ja. So dass man einerseits über Mazedonien und Serbien nach Österreich kommt oder untenrum Griechenland mit Italien verbindet und dann das Gas hochkommt. Ja. Plus noch die zweite Parallelpipeline von Nord Stream. Und dadurch natürlich die Ukraine völlig ausschaltet. Ja, als weitere Themen hatten Sie bei Bilderberg Großbritannien. Da ist mir aufgefallen, dass George Osborne da war, nicht zum ersten Mal, der britische Finanzminister. Und was du auch angesprochen hast, die wichtigste Frau von der BBC. Ich kann mir vorstellen, dass es auch um das Referendum geht, ob Großbritannien in der EU bleiben will. Dass das eines der wichtigsten Themen ist oder das Thema, warum sie Großbritannien auf dem Schirm haben. Es ist ja so, ich beobachte ja schon lange, dass die BBC sich völlig von einem glaubwürdigen, korrekt berichteten Sender abgewendet hat und eigentlich auch nur noch ein Propagandasender ist. Und es ist schlimm, und deswegen wurde die eingeladen, weil ihre Aufgabe ist es natürlich, die britische Bevölkerung bei der Stange zu halten. Ja. Das heißt, betreffend Referendum, weil das ist natürlich sehr gefährlich, wenn Großbritannien sich entscheidet, aus der EU auszusteigen. Ja. Nur, der Cameron hat das versprochen und deswegen muss er gucken, wie er das jetzt durchzieht. Aber parallel dazu muss natürlich die Pro-EU-Propaganda laufen über die BBC. Ja. Nicht? Ganz klar. Dann haben Sie auch über die Wahlen in den USA gesprochen, aber auf der Gästeliste ist keiner zu finden, den ich jetzt für einen Präsidentschaftskandidaten halten würde. Ja, es ist ja auch zu früh, denn normalerweise wird ja dann im Wahljahr, also nächstes Jahr, schalten sich die Bilderberger ein, ja, um dann zu bestimmen, wer jetzt wirklich das Rennen gewinnt, ja. Also das müssen wir dann nächstes Jahr beobachten. Außerdem, nach meiner Erfahrung, sind ja diese Kandidaten sowieso immer inkognito gekommen. Die standen nie auf der Liste. Also der Obama und die Hillary, die standen ja nicht 2008 auf der Liste, die waren aber dort. Ja. Die kommen halt inkognito über die Hintertür rein. Die Bilderberger lassen uns doch nur das wissen, was wir wissen sollen, ja, und nicht, was wirklich passiert, ja, nicht? Was auf jeden Fall ist, wir haben sie gezwungen, mehr in die Öffentlichkeit zu kommen, denn bis 2010 hat man ja von denen überhaupt nichts Offizielles gehört. Erst 2010 wurde die Webseite aufgeschaltet, ne? Und dann kam das erste Mal eine Liste nach dem Treffen, eine Liste. Mittlerweile schalten sie mehr schon an Informationen auf, wie die Themen und so, und sie tun die Teilnehmerliste schon ein paar Tage vorher veröffentlichen. Und was natürlich war, ist, dass der Gastgeber der diesjährigen Konferenz, der Österreicher, der im Steering Committee ist, dass der gezwungen wurde, im österreichischen Fernsehen Fragen zu beantworten. Das hat es noch nie gegeben. Ja. Das ist allerdings eine Premiere. Ich kann, soweit ich mich entsinnen kann, ist von den Fernsehsendern ist ein Schweizer Sender und ein russischer Sender, nämlich RT,
sind die da gewesen, als es um die Schweiz ging und viele alternative Medien. Mhm. Und ansonsten, jetzt sind wesentlich mehr da gewesen, auch bei der Demonstration in Telfs, im Stadtzentrum, da, wenn ich mich recht entsinne, ich meine, ich habe den Bayerischen Rundfunk gesehen und ORF ebenfalls und noch weitere österreichische Sender, auch größere Zeitungen. Das stimmt, ja. Es waren dieses Jahr mehr der sogenannten großen Medien dort, wie du richtig sagst. ORF war dort, österreichischer Sender, Staatssender. Es war auch ATV dort, der österreichische Privatsender, denen ich übrigens ziemlich ausführliches Interview gegeben habe. Es waren die zwei russischen Sender da. Kanal 5 ist der größte Privatsender in aus St. Petersburg war da und Russia Today war da und so weiter. Es waren also mehr dieser sogenannten großen Sender da. Natürlich, was sie erzählen, ist wieder eine andere Geschichte, ne? Weil wir haben es ja jetzt gemerkt, auch wo die Teilnehmerliste veröffentlicht wurde, stand die ja ziemlich verbreitet überall, ja. Mhm. Nur was sie ja nicht machen, die Medien, sie tun nur 1:1 mit Copy-Paste die Teilnehmerliste veröffentlichen und fertig. Was sie nicht machen, ist das, was wir machen. Wir analysieren die Teilnehmer. Wir sagen, ah, warum ist denn der da? Ah, das könnte mit dem zusammenhängen und so. Das machen sie ja nicht, obwohl das ja das Wichtigste ist. Ich muss ja nicht die Teilnehmerliste einfach kopieren, sondern ich muss ja gucken, warum ist der dort und was bedeutet das, ja? Mir ist auch aufgefallen, gerade in diesem ORF-Interview, aber nicht nur in dem, da ist es mir jetzt das erste Mal aufgefallen, es gab mehrere Berichte, wo dann gesagt wurde, dass über die Bilderberg-Konferenz, dass die ja viel zu geheim sind und dass sie gewissermaßen selbst dran schuld sind, dass es über sie Verschwörungstheorien geben würde. Und dass diese Verschwörungstheoretiker solche Ideen hätten, wie dass da, dass die irgendwie ja mit Juden und mit Freimaurern zusammenhängen. Das ist entweder ist das so etwas geworden, wie soll ich sagen, einer hat es mal gesagt, die anderen tratschen das immer weiter. Ja, oder ja, genau. Das ist gezielt. Aber ich sehe null Zusammenhang, was Bilderberg irgendwie mit dem israelischen Staat oder mit Leuten jüdischer Religion zu tun. Überhaupt nicht. Wohl, das aber ist ja das, das ist ja das, was ich schon damals, 2011, wo ich ausführlich über Bilderberg in St. Moritz berichtet habe, wurde ich ja von der jüdischen Gemeinde hier massiv angegriffen. Ja? Sie haben mir unterstellt, wenn ich Bilderberg kritisiere, bin ich ein Antisemit. Worauf ich dann denen geschrieben habe, ja, aber das ist ja jetzt etwas, was ihr sagt, dass irgendwie Bilderberg mit Juden zu tun hat, das behaupten wir ja gar nicht. Also ihr behauptet das ja jetzt, indem ihr uns den Antisemitismus unterstellt. Und wenn man dann noch die Geschichte von den Bilderbergern kennt, das ist ja eine Nazi-Veranstaltung und das habe ich denen auch geschrieben, ich habe gesagt, sage mal, wie kommt ihr überhaupt darauf, wo wir doch wissen, dass der Gründer von Bilderberg ein SS- und ein NSDAP-Mitglied war? Wie kommt ihr darauf, dass wir Antisemiten sind? Das ist doch völlig auf den Kopf gestellt, das Ganze. Ja? Eben. Aber dass man beides in einem Atemzug nennt, es wirkt auf mich so, als ob die Leute davon abgeschreckt werden sollten, einmal genauer zu untersuchen, ob und inwieweit Bilderberg mit den Freimaurernetzwerken zusammenhängt. Ja. Inwieweit da personelle und arbeitsmäßige Überschneidungen bestehen. Und ja gut, die Freimaurergeschichte, da muss man eher im Trüben fischen, aber dass der Prinz Bernhard ein Nazi war, das ist Fakt, ja. Und so weiter. Ja, also das ist ja nicht, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Fakt. Und deswegen verstehe ich nicht, warum wir dann kritisiert werden und so und sogar als Antisemiten hingestellt werden. Das ist so lächerlich, ja. Das bedeutet, entweder wissen die überhaupt gar nicht, um was es bei Bilderberg geht, im Gegensatz zu uns, die das sehr genau studieren.
Oder sie wollen uns irgendwie da mit dieser Keule davon abhalten. Ja, ja? Genau. Das denke ich, das denke ich. Und ich denke, dass es eben auch darum geht, dass man bloß nicht das untersuchen soll. Das macht mich natürlich besonders neugierig, obwohl ich das zurzeit nur an einigen wichtigen Punkten sehe, dass da Überschneidungen sind, bestimmte Personen oder auch von Themen her. Genau. Also bestimmte prominente Bilderberg-Besucher, die gleichzeitig auch freimaurerisch recht aktiv sind. Genau. Aber ich könnte nicht sagen, dass jetzt eine große Zahl Bilderberger damit auf Freimaurer wären. Das ein Thema muss ich aber jetzt bei dieser ganzen Nachlese doch bringen, und das ist eine, sagen wir mal, eine Kritik an unseren Kollegen. Ich habe wieder beobachtet, wie unsere amerikanischen Kollegen nur auf Sensationen aus sind und dass sie durch Provokationen versuchen, aus Mangel an sonstigen Geschichten Zeug erfinden. Ja? Das habe ich ganz knallhart hier wieder beobachten können. Und das ist für mich etwas, was einfach nicht passieren sollte. Ich meine, wir können nicht die etablierten Medien kritisieren, dass sie nur noch Sensations- und Blödsinn-Berichterstattung machen, und dann gehen aber die sogenannten Alternativen her und machen genau das Gleiche. Ja? Ich meine, die Typen von Alex Jones, die waren ja meine Nachbarn. Ich habe ja gesehen, wie die arbeiten. Ich kann doch nicht mit einer Kamera in eine Polizeistation reinlaufen und dann den Polizisten hinterm Schalter die Kamera vor die Nase halten, und wenn er sie dann wegschiebt und sagt, hört auf hier zu filmen, mache ich hier einen riesen Story draus über Polizeigewalt. Ich glaube, ja? Das ist in Österreich. Aber das haben die gemacht. Verboten, das haben die gemacht. Gelesen. Wie? Ich habe gelesen, dass es in Österreich ausdrücklich verboten ist, die Gesichter von Polizisten zu filmen, außer wenn die das ausdrücklich erlauben. So ist es. Und deswegen, wenn ich das aber mache und sich der Polizist das verbietet, dann kann ich doch nicht daraus eine Story machen, weil ich habe sie ja provoziert. Ja? Und ich habe einfach gemerkt, dass die Kollegen, die aus Amerika rübergekommen sind, die interessiert eigentlich wenig die Fakten, sondern sie wollen einfach Sensationen haben. Ja? Und wenn es sie nicht gibt, dann erfinden sie sie. Ja, und sie tun alles Mögliche an Schreckgeschichten sich aus den Fingern saugen. Ja, das ist mir wieder aufgefallen, und das ist nicht aus meiner Sicht nicht in Ordnung, denn wir können nicht, wie gesagt, die großen Medien kritisieren, dass sie überhaupt nicht mehr korrekt berichten, und dann machen wir es aber auch nicht selber. Ja. Weil das ist ja ein gefundenes Fressen für unsere Kritiker. Die gehen ja dann her und sagen, guck mal, was die machen. Die tun ja Zeug erfinden. Ja? Ich meine, so läuft's ja. Wir schaden uns ja dadurch. Und das habe ich denen auch gesagt. Ich habe gesagt, hört doch auf, Scheiß zu machen. Ja, das bringt doch nichts. Aber die haben eine ganz andere Einstellung, wie man News macht. Also für die ist das ein Showgeschäft. Ich meine, für Alex Jones ist das Showbusiness. Ja. Ich habe auch schon sehr gute Artikel bei ihm gelesen. Natürlich, aber er tut auch einen Haufen Zeug erfinden. Oder er macht aus einer Mücke einen Elefanten. Wie hast du denn? Ja. Wie hast du denn die Demonstration in Telfs gefunden? Ich fand sie sehr gut. Nur, ich fand schade, dass so wenig Leute gekommen sind. Ja, ich habe mich da, weil ich meine, erstens mal waren es nur 500 Leute und zweitens war ja die Hälfte davon aus dem Ausland. Also aus Deutschland hauptsächlich. Ich meine, wo waren denn die ganzen Einheimischen? Ja. Ich habe ja auch mit Studenten aus Innsbruck, weil Innsbruck ist ja eine Universitätsstadt, ja, da sind ja, was weiß ich, 10.000 oder mehr Studenten. Ich habe 3 Studenten getroffen und dann habe ich sie gefragt, ja, wieso seid ihr nicht bei der Demo? Wieso
Das ist ja eure Zukunft, die da oben bestimmt wird. Ihr müsst ja was tun. Ja? Nicht wir alten Säcke. Ihr müsst ja was tun. Es ist eure Zukunft, die da bestimmt wird. Nicht? Ich habe das Gefühl, dass in Österreich hatten die irgendwie die Hosen voll. Die hatten Angst oder was? Und deswegen sind sie nicht gekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese 2.000 bis 3.000, die man angekündigt hat, die sind nicht gekommen. Es waren nur 500. Ja? Aber die gekommen sind, waren natürlich super. Also das Ganze war absolut friedlich. Es war eine gute Stimmung. Es gab Lieder, es gab Musik. Nicht? Das Ganze ist toll abgelaufen. Wir haben bei der Gelegenheit, worauf ich gerne hinweisen möchte, auch mehrere Interviews gemacht. Findet man auch auf dem YouTube-Kanal von unserem Politikblog. Wir haben österreichische Sängerin Morgane interviewt. Wir haben den österreichischen Rapper Killis Moore interviewt. Und den grünen Abgeordneten Mesut Unay aus Innsbruck, der auch einer der Organisatoren der Demo ist. Beziehungsweise Morgane ist Deutsche, aber sie lebt halt in Österreich. Mhm. Ja, das ist alles super, was die gemacht haben. Ihre Auftritte und dass das organisiert wurde und so, alles richtig. Nur sie haben zu wenig Menschen holen können, ja. Ich meine, es wäre natürlich fantastisch gewesen, wenn wirklich diese angekündigten 3.000 gekommen wären. Ja. Ich meine, es war ja sogar so, dass die Polizei in ihrem offiziellen Bericht mehr reingeschrieben hat, als tatsächlich dort waren. Zum Beispiel bei der Demo oben am Hoteleingang, am Tag davor, da ist dann der Einsatzleiter zu mir gekommen und hat mich gefragt, wie viele Leute, meine ich, sind hier. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber ich bin hier Berichterstatter und nicht Organisator, aber wenn Sie mich schon fragen, ich schätze 60 Leute. Dann hat er zu mir gesagt, ja gut, dann schreibe ich 150 in meinen Bericht. Ich meine, das ist ja peinlich, oder? Und sind da aber keiner da. Das ist peinlich für die Demonstrationen organisieren, aber noch peinlicher ist es für die Polizei, die also mehr reinschreiben muss, als tatsächlich dort waren. Normalerweise schreiben sie ja weniger rein. Ja, das kenne ich auch so. Und da haben sie es mehr als verdoppelt und ich glaube, das haben sie gemacht, um überhaupt ihren Auftritt zu rechtfertigen, weil das war ja Overkill. Moment, ja. War überhaupt einer da? Wie? Bei der Demonstration oben auf dem Berg? Ja, 60 Leute waren da. Ah, okay. Ich habe von euch ein Video gesehen, wo Charlie Skelton und du da alleine wart. Ja, aber das war am Mittwoch. Ach so, okay. Und dann weil angekündigt war ja, dass von Mittwoch weg jeden Tag eine Demo oben war, sein sollte. Und wir sind natürlich, wir haben auf der Internetseite geguckt und da war sie ja angekündigt um 12 Uhr. Und wir waren dann natürlich oben und sind auf den Parkplatz gegangen. Und dann standen wir da alleine rum. Und dann habe ich das Video gemacht und habe dann gefragt, wo sind die denn alle? Wir sind hier, aber wo sind die Demonstranten? Und dann haben wir dann später erfahren, dass wegen Mangel an Teilnehmern wurde das abgesagt. Ja, und dann haben sie halt statt jeden Tag eine zu machen, haben sie nur eine gemacht. Und die bestand nur aus 60 Leuten. Ich meine, es waren ja fast so viele Leute, die darüber berichtet haben, rundherum als Teilnehmer. Ja. Und von der Polizei will ich ja gar nicht reden, weil da hat ja jeder Demonstrant 50 Polizisten als Beschützer gehabt, ja. Und wie sind die Demonstranten überhaupt hingekommen? Der offizielle Weg war ja. Das war ja der Hammer. Das war ja der Hammer. Die haben ja nur einen Bus oder sogar und dann noch ein zweites Fahrzeug erlaubt hochzufahren und die mussten dann im Shuttle-Dienst die Demonstranten immer hochbringen. Nur das hat immer über eine halbe Stunde gedauert, denn erstens mal wurden sie unten jeder einzelne sozusagen von den Personalien her überprüft und dann hatten die nur
geringe Kapazität mit diesen zwei Fahrzeugen, um die Leute hochzufahren. Und deswegen haben wir ja 2,5 Stunden gewartet, bis überhaupt diese 60 Leute zusammenkamen. Ja? Ich meine, das ist ja unglaublich. Wir standen ja da und drum und haben gewartet, bis endlich die Demo losgeht, bis alle da sind, weil das so langsam war. Ich meine, so kann man natürlich auch eine Demonstration verhindern, indem man sagt, ja, ja, wir erlauben euch eine Demo, aber wie ihr dorthin kommt, das müsst ihr dann gucken. Ich meine, das ist ja nicht zu fassen. Ja. Weil die Absperrung war ja 5 Kilometer weit weg. Ja. Und die durften ja mit Fahrzeugen nicht hoch. Ich meine, es ist ja so, ich musste ja sogar Kameraleute vom russischen Fernsehen, die nicht durch die Sperre kamen mit ihrem Auto, die habe ich dann hochgefahren mit ihrem ganzen Kameraequipment, das ja schwer war. Das heißt, unten am Checkpoint haben sie gesagt, ja, ihr dürft da nicht hochfahren. Dabei waren das Leute, die vorher beim G7-Gipfel akkreditiert waren. Also das war sozusagen die echte Presse, ja. Die durften gar nicht hoch. Ich habe sie dann, weil ich zufällig da vorbei war, haben sie mich gefragt, ob ich sie hochnehmen kann. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich sie mitgenommen mit ihren dicken, großen Kameras und Stativen und alles. Ja. Das ist sehr unerhört. Und es haben mir ja alle, die zuerst beim G7-Gipfel waren als Reporter und dann verglichen haben, wie es jetzt bei Bilderberg ist, gesagt, dass ihr drüben in Garmisch-Partenkirchen beim G7 den ganzen Journalisten ja so geholfen wurde und sie so toll bedient wurden und so alles bekommen haben, das ist nicht zu fassen, ja. Die Presse, die Bundesregierung hat denen alles gemacht, damit die berichten, aber das war ja klar. Denn die Bundesregierung wollte natürlich, dass diese ganzen 3000 Medienvertreter oder wie viel dort waren, die Botschaft, die da aus Pressemitteilung rauskommt, schön immer mit Copy-Paste weiter verbreiten. Hm. Ja? Aber bei Bilderberg natürlich war genau das Gegenteil. Da wollte man niemanden haben, der irgendwas berichtet und deswegen hat man das alles, hat man nichts gemacht. Ich meine, ich habe mich dauernd eingesetzt, weil ich ja schon im Januar dort war und schon im Vorfeld die ganzen Monate habe ich ja mit den Pressesprechern von der Polizei und vom Innenministerium habe ich ja dauernd darauf bestanden, dass man uns Arbeitsmöglichkeit gibt. Ich habe gesagt, Leute, ich beobachte die schon seit 11 Jahren und überall haben wir mit der Polizei kooperiert und insofern kooperiert, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Platz, wo wir da berichten können und wie nahe können wir ran und so. Und was stellten ihr zur Verfügung? Ja, ja, gar nichts. Ja, also ich meine, wir wissen ja, in Watford haben sie uns da eine große Wiese gegeben und wir und so weiter. Aber hier war gar nichts. Ja. Und ich habe denen versucht zu erklären, Leute, ihr macht euren Job, aber wir müssen auch unseren Job machen können. Ja. Aber das, ich meine, ich habe ja wirklich da ziemlich heftig interveniert und dann haben sie folgenden Vorschlag gemacht, das musst du dir mal vorstellen. Dann ist der Chef zu mir gekommen und hat gesagt, wisst ihr was, wir werden jetzt Folgendes machen. Ihr gebt mir eine Liste der Berichterstatter, die ihr wollt, und wir eskortieren euch rein ins Hotel bis zum inneren Sperrzaun, weil es gab ja noch mal einen Sperrzaun ums Hotel rum. Also es gab ja, wenn man so will, eine dreistufige Absperrung. Ja. Und die innerste Absperrung war ja um das Hotel direkt rum. Und dann hat die Polizei zu mir gesagt, wir machen das so, wir eskortieren euch rein. Ihr könnt dann eure Aufnahmen machen mit dem Hotel im Hintergrund und Interviews führen und dann eskortieren wir euch wieder raus. Und dann habe ich gesagt, das ist super. Das ist ein gescheiter Vorschlag. Dann können wir ein paar Bilder machen, ein paar Interviews machen und dann gehen wir wieder. Und was war dann, wo wir alle oben standen und das machen wollten, hat der Chef vom Einsatz gesagt,
Ja, das ist jetzt abgelehnt worden. Wir können es nicht machen. Die Security von den Bilderbergern hätte das abgelehnt. Ja. Nicht? Ich weiß nicht, ob diese Ausrede stimmt. Auf jeden Fall hat man mir das dann gesagt. Ja. Und deswegen, also die Polizei in Österreich war überhaupt nicht medienfreundlich und hat geholfen. Ja. Ich meine, sie haben dann ein bisschen was gemacht. Sie haben uns dann nicht mehr 10-mal am Tag kontrolliert. Ja. Ich meine, das war ja schlimm in den ersten Tagen. Ich meine, der Charlie Skelton wurde ja sogar 1 Uhr nachts wurde er in seinem Hotelzimmer überfallen. Da kamen dann 3 Polizisten in sein Zimmer rein und wollten einen Ausweis sehen. Und dann haben sie ihn noch gezwungen, raus auf den Parkplatz zu gehen, damit sie sein Auto durchsuchen können. Das ist Dann habe ich eine Beschwerde geschrieben nach Innsbruck sofort, weil ja. Der Charlie hat mich gebeten, weil er ja kein Deutsch kann, dass ich dann das auf Deutsch schreibe, habe ich dann sofort eine Beschwerde, habe den ganzen, was da abgelaufen ist, berichtet oder gemeldet. Das hätte ich nicht gedacht. Ach. Dann haben die hab dann gefordert, das muss aufhören, das geht nicht so. Und außerdem habt ihr gerade den Richtigen erwischt, weil er schreibt für den Guardian und dann macht er euch eine super Gratis-Werbung. Ja? Und dann plötzlich hat sich die Einstellung von denen geändert. Auf einmal haben sie uns dann nicht mehr so behandelt. Ja? Kaum zu glauben. Ja. Nicht? Dann haben sie mich sogar beim Checkpoint einfach durchgewunken. Ich meine, die kannten mich ja dann schon, ne? Hm. Die haben nicht mal mehr den Ausweis verlangt. Die haben nur gesehen, ich bin bumm, weg, gerade durchgewunken. Ne? Ich meine, das so hätte es ja gerade von Anfang an sein sollen. Ja. Ja? Und so. Ich meine, auch die Verhaftung von diesem einen unserer Leser, das war ja völlig unnötig. Der auf die Wiese dort gelaufen ist. Aber er hat doch die Absperrung, wo man nicht weiter durfte, ist er nicht drüber hinweg, wenn ich das richtig verstanden habe. Er war ja auf der anderen Seite. Er war ja auf der Checkpoint-Seite auf dem Gras. Und ein Polizist hat zu ihm gesagt, ja, Sie können dort stehen. Also abseits vom Checkpoint. Auf dem Gras. Und dann kam 10 Minuten später ein anderer Polizist und hat gesagt, Sie müssen hier weg. Und dann hat er gesagt, Moment, Ihr Kollege hat mir vorher das erlaubt, jetzt bleibe ich hier stehen. Und das haben die dann als Widerstand interpretiert und haben ihn dann zu 6 verhaftet, oder? Völlig unnötig. Wegen was denn? Wegen auf dem Rasen stehen? Nicht. Sie wollten ja auch, ich hatte ja den Hotelbesitzer gefragt, ob ich unseren Banner, unseren Alles Schall und Rauch Banner auf dem Balkon unseres Zimmers aufhängen darf. Und er hat gesagt, ja, ist kein Problem. Dann haben wir das gemacht. Keine 3 Stunden später läuft die Polizei ins Hotel rein und hat das Gästebuch komplett fotografiert, alle Pässe fotografiert und dann sind sie zu mir gekommen und gesagt, dass der Banner muss weg. Was wollen sie damit sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, was will ich damit sagen? Das heißt alles Schall und Rauch. Kennen Sie den Spruch nicht? Ja, aber der muss weg. Dann habe ich gesagt, nee, der wird jetzt nicht weggehen, weil ich habe den Hotelbesitzer gefragt und ich darf das da oben hinhängen. Und dann, wo er dann drauf bestanden hat, habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Faxen dick, jetzt rufe ich Ihren Chef in Innsbruck an. Dann habe ich den angerufen und er konnte dann zuhören, was ich dem gesagt habe. Habe gesagt, hört auf, uns da zu terrorisieren. Nicht mal in unserem Hotel haben wir Ruhe, ja, wo wir hier arbeiten. Und dann sind sie aber ganz kleinlaut davongegangen und dann der Banner hing dann bis zum letzten Tag oben, ja. Was will ich damit sagen? Ich will einerseits sagen, dass die uns ganz klar bei der Arbeit behindert haben, aber man muss sich auch dagegen
korrekt wären, also korrekt wären, ne? Anständig, am besten immer so hoch oben wie möglich und dann ändert sich das. Ja. Sache auf den Punkt bringen und sachlich. Ja. Und gerade oben reingehen bei den Chefs und sagen, also Leute, so geht's nicht. Ja. Ja, ich bin mir ja da vorgekommen, so wie der Vater von allen dort. Es sind ja immer alle zu mir gekommen und haben mich immer, wenn Probleme waren, haben sie mich immer gefragt, ja, kannst du da eingreifen, kannst du da was tun und so weiter. Und dabei, ich meine, ich war ja genauso wie jeder andere dort. Das Einzige, was ich anders bin, ist, dass ich die schon sehr lange beobachte und deswegen viel Erfahrung habe in diesem Bereich. Und es waren ja viele dort, die zum ersten Mal erst bei Bilderberg waren, ja. Aber die haben mich so als Vaterfigur gesehen, weil, wie ich vorher erzählt habe, die Polizei ist zu mir gekommen, aber auch die alle anderen sind immer zu mir gekommen und haben mich gebeten, irgendwie zu intervenieren, ja. Das ist ja eine Ehre. Ja, eine Ehre. Ich meine, ich weiß nicht, ja, in gewissem Sinne, ja. Aber es ist auch ganz schön abwechselnd. Ich habe ja nur versucht, allen zu helfen, ja, dass jeder seine Arbeit machen kann. Ja. Ja. Du hast angedeutet, dass du schon eine Ahnung hast, wo es nächstes Mal stattfindet. Kannst du denn schon verraten, was du meinst, auf welchem Kontinent es sein wird? Nee, das ist zu früh. Wir müssen erst weitere Abklärungen machen und dann kann ich vielleicht weil es ist ja so, es bringt ja auch nichts, das zu früh zu melden, weil dann werden ja Gegenmaßnahmen ergriffen. Das heißt, dann überlegen Sie sich vielleicht doch woanders dann. Ja, was immer, nicht? Ich meine, wir wissen ja durch meine Recherchen in der Vergangenheit, wissen wir, dass ja 18 Monate im Voraus die nächste Konferenz immer geplant wird und organisiert wird. Das heißt, jetzt oder schon seit längeren Zeit wird ja schon die 2016 ist schon festgelegt und organisiert. Ja, es ist immer 18 Monate vorher, mindestens. Und so. Nicht? Und deswegen. Aber dazu kann ich noch nichts sagen, weil ich bin ja nicht einer, der spekuliert, sondern ich bin jemand, der erst etwas sagt, wenn er auch handfeste Fakten hat. Nicht? Alles andere, ich tue ja nicht Zeuge finden. Ja. Klar. Okay. Ich meine, wenn man sich natürlich das Muster der Treffen anschaut, dann müsste eigentlich nächstes Jahr Nordamerika drankommen. Wegen der Präsidentschaftswahlen. Genau. Und möglicherweise Kanada. Also auf das müsste man eigentlich kommen, ja, dass man sagt, aha, Nordamerika ist wieder dran, Amerika war jetzt so oft, also wird es vielleicht deswegen in Kanada wieder sein. Also das wäre, was man normalerweise, sagen wir, erraten könnte. 2012 war zuletzt in den USA gewesen. Ja. Das Kanada, wenn ich mich recht entsinne, 2006, glaube ich. Genau. Nicht? Also wenn man nach diesem Muster geht, müsste es Kanada sein. Nicht? Aber es gibt natürlich auch noch andere Merkmale. Aber genau, das heißt ja aber nicht, dass es so sein wird, weil nur wenn man das Muster beobachtet, könnte man drauf kommen. Ja. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass es nach den aktuellen Themen geht, die Bilderberger bewegen werden. Und auch das Land, das mit dem sie was vorhaben. Ja. Ja, dessen Politiker oder Lobbyisten sie einladen dann. Ja, ich meine, wir wissen ja, 2009 war ja das Treffen in Griechenland. Ja, und was ist danach passiert mit Griechenland? Eben. Griechenland als Beispiel. Genau, 2010 waren sie in Spanien. Was haben sie mit Spanien gemacht? Genau das Gleiche, oder? Und so weiter. Also dann war es ja 2011 in der Schweiz. Guck mal, was sie mit der Schweiz gemacht haben. Vorübergehende Eurobindung.
des Schweizer Franken. Ja, und Aufgebung des Bankgeheimnisses und all diese Erpressungsgeschichten, die abgelaufen sind. Hm. Um diese Schweizer Eigenheiten alle aufzugeben. Ja. Nicht? Das wurde durchgezogen. Deswegen, also der Veranstaltungsort hat natürlich auch eine Bedeutung. Ne? Ja. Was mich ja wundert ist, oder auch nicht, wir haben ja als einzige am Ausflugstag, das ist ja immer der Samstagnachmittag, haben, weil ich ja viele freiwillige Helfer hatte, die ich überall rumgeschickt habe an den Punkten, wo ich meine, da könnte man Fotos machen, habe ich ja auch jemanden zum Golfplatz geschickt. Und tatsächlich wurde ja der Golfplatz den ganzen Nachmittag für 4 Bilderberger gesperrt. Nicht? Also für 4 Spieler wurde der ganze Golfplatz gesperrt. Und meine Leute sind dorthin und dann wurden sie irgendwann einmal freundlich gebeten zu gehen. Und dann, wo sie so am Weggehen sind, sind sie da durch irgendein Waldtal gelaufen und dann kamen ihnen 2 Bilderberger entgegen, die sie dann auch fotografiert haben. Und einer davon war der Geheimdienstchef von Dänemark. Und die Frau, die neben ihm lief, war vom Innenministerium, Vizechefin oder was sie ist, in Dänemark. Hm. Ja. Und das Interessante ist, ich bin ja dann her und habe dann die Medien in Dänemark kontaktiert und habe ihnen gesagt, also Jungs, also die ganzen Boulevardzeitungen dort, habe ich gesagt, hey, wir haben dieses Foto von eurem Geheimdienstchef und von dieser vom Innenministerium. Interessiert ihr euch dafür? Und dann haben die alle Nein gesagt. Die wollten das Foto nicht haben. Die Story interessierte sie nicht. Ist das nicht unglaublich? Ja. Nicht? Ich meine, wenn ich natürlich ein Foto von der Madonna gebracht hätte, dann wären sie draufgesprungen oder von irgendjemand. Aber dass der Geheimdienstchef von Dänemark zusammen mit dieser Frau durch den Wald spaziert und das Foto war echt super. Sie haben sogar in die Kamera gelächelt. Ich habe es ja veröffentlicht. Das interessierte sie überhaupt nicht. Und das zeigt, dass die Medien absolut selektiv vorgehen. Ja? Wenn zum Beispiel die Leute von den Königshäusern, wenn es um deren Familie geht oder die zu einer noblen Party, die unglaublich teuer ist oder die halt voller Glamour ist, wenn sie da hingehen, was politisch aber bedeutungslos ist, dann bringen die ganzen Frauen Beruhigungszeitschriften, damit die Frauen schön davon träumen können, selber eine Königin zu sein. Aber wenn jetzt so eine Königin Beatrix zu Bilderberg geht, da, wo sie wirklich Macht ausüben kann und zu ähnlichen Orten, da wird nicht drüber berichtet. Natürlich. Ich meine, die niederländische Königsfamilie, einschließlich Beatrix, die gehen ja schon seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten nach Lech am Arlberg in die Winterferien. Ja. Und weil ich habe sie ja dort oft gesehen, weil ich ja auch ab und zu dort bin. Und dann erstens einmal ist da praktisch überhaupt kein Polizeischutz dort. Ja. Und zweitens sind dann 100 Paparazzis dort, die jeden Schritt, den die da auf der Piste machen, fotografieren. Ja. Jetzt kommt diese Frau, Königin von Niederlanden, hierher und kein einziger Paparazzi ist da. Interessiert die gar nicht. Plus natürlich die anderen 130 Promis, die da noch sind, ja. Interessiert die nicht. Und das zeigt mir, wie selektiv die vorgehen. Das dürft ihr, da müsst ihr Fotos machen, da nicht. Das muss totgeschwiegen werden. Ich finde das auch so ungerecht. Den Frauen in unserem Land gegenüber. Dann werden einem die Leute aus der Königsfamilie als Vorbilder präsentiert. Und dann, wo die wirklich mal Dinge zu Konferenzen gehen, wo eine Menge bewegt wird, da wird dann darüber geschwiegen. Ja, ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen,
Die Beatrix ist ja nicht, sagen wir mal, jetzt ist es ja nimmer, weil sie hat ja die Krone ihrem Sohn übergeben, aber sie war ja bis letztes Jahr Königin von Niederlande. Die ist ja nicht wegen als Royal dort, sondern sie ist ja die Chefin von Shell. Die ist ja die größte Aktionärin von den Ölmulti Shell. Und die Tochter von dem. Von dem und die Tochter vom Gründer, ja, vom Prinz Bernhard. Das heißt, und dann hat sie ja noch ganz, noch viel mehr Aktienpakete in allen möglichen Konzernen. Das heißt, sie tritt ja dort als große Besitzerin von Konzernen auf. Ja. Ich meine, sie ist ja eine der reichsten Frauen auf jeden Fall in Europa. Ja. Weil KLM, Shell, Unilever und was es alles an niederländischen Konzernen gibt, da ist sie ja beteiligt. Ja. Und deswegen, ich meine, das ist ja ganz klar eine Machtausübung, die sie da macht. Ja. Die ist ja nicht da für ein Kaffeekränzchen oder im Urlaub zu machen. Im Gegensatz zu Lech. Weil das ist Ferien. Ja. Ich denk, wovon es noch mehr braucht, und da finde ich absolut vorbildlich, dass du beim deutschen Verteidigungsministerium nachgefragt hast zum Besuch von Frau von der Leyen. Und ich möchte, da wir sicherlich nicht alle Gäste abdecken können, möchte ich auch unsere Hörer dazu aufrufen, auch nachzufragen. In ihrem Land, nicht, die Gäste, die dort waren. Genau, ich meine, diese Personen, die bei Bilderberg auftreten, die kann man ja dann an anderen Orten auch wieder sehen, wenn es Konzernchefs sind, dann bei Aktionärsversammlungen oder irgendwelchen Pressekonferenzen oder wenn sie Produkte vorstellen, nicht? Oder bei Messen oder Politiker, wenn sie Wahlkampfveranstaltungen machen, dann kann man die doch konfrontieren. Dann kann man ja, man muss es ja nicht jetzt machen, man kann es, wenn sie dann später irgendwo sich unter die Niederungen der Bevölkerung geben, kann man sie ja darauf ansprechen, kann man das mit einer Kamera festhalten und sie fragen, was haben sie bei Bilderberg gemacht, um was geht's dort, warum waren sie dort, ja? Nicht? Ich meine, diese Sachen sollte man schon machen, das kann ja jeder. Die Chatham-Hausregel, die verbietet ihnen ja nur, dass sie verraten, was andere konkrete Personen dort gesagt haben. Aber was sie selber dort gesagt haben, das ist ihnen doch nach der Chatham-Hausregel auch nicht verboten. Das können sie ja auch der Öffentlichkeit mitteilen. Zum Beispiel, ja. Ich meine, man muss es jedenfalls mal versuchen, aus ihnen was rauszulocken. Ja. Nicht? Um was geht es uns denn hier? Es geht uns hier nur darum, Transparenz in dieses Treffen reinzubringen. Wir wollen einfach wissen, warum gewählte Staatsführer, nicht, waren ja ein paar dort, einschließlich österreichischer Bundespräsident, und warum sind die dort und treffen sich mit Konzernchefs, mit Bankchefs, mit Geheimdienstchefs, mit Medienchefs und was immer sonst noch dort war. Was besprechen die? Das Recht hat man doch, wenn es sich um einen gewählten Volksvertreter handelt. Ja. Ja. Nicht? Das sind in der Summe mächtigere Leute als sonst bei den meisten offiziellen Konferenzen. Natürlich. Selbst bei Gipfeln. Man kann doch nicht sagen, dass der Chef von Goldman Sachs keine Macht hat. Ja. Oder der Chef von Google, dass der keine Macht hat. Das ist doch lächerlich. Ja? Und das sind aber jetzt nur zwei von 133 Namen, die ich jetzt aufgezählt habe. Ja? Oder dass der ehemalige Chef von der CIA, der Petraeus dort war. Ja? Ich meine, hat der keine Macht oder was? Ist doch lächerlich. Oder der ehemalige Vier-Sterne-General von CENTCOM. Ich meine, der hat doch Macht. Ja? Ja. Und. Ich meine, ich kann jeden Namen aufzählen. Es sind ja nur Leute dort, die Macht haben. Ich meine, einer, der keine Macht hat, kommt ja gar nicht dorthin. Ja? Und deswegen, das ist doch nicht ein harmloses Kaffeekränzchen, wo sie übers Wetter reden. Nur die Medien tun so, als wie wenn das harmlos wäre. Ja. Okay.
Ja, dann denke ich, beobachten wir weiter, wie Ja, also sich ich die Bilder will werden das, was ich am und so Anfang weiter. gesagt habe, nochmal wiederholen. Also ich finde es sehr bemerkenswert, dass also Alex Karp dort war, der Peter Thiel und der Eric Schmidt, dass es hier um künstliche Intelligenz geht, dass es um Palantir geht, dass das also eine Firma ist, die spezielle Analysesoftware macht, um die ganzen Daten, die über uns gesammelt werden, ausgewertet werden, um gewisse Vorahnungen zu haben, was in der Zukunft passieren wird. Und ich werde das auf jeden Fall in einem Artikel nochmal genau beschreiben und analysieren, denn das ist für mich, was am auffälligsten dort war. Ja, vor allem, in welcher Hand ist dann sind dann diese Möglichkeiten? Sind die dann auch in privaten Händen? Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, weil was ich ja beobachte, ist, dass diese staatliche Aufgabe der Spionage und der Bespitzelung und dann Auswertung der Daten auch privatisiert wird. Nicht? Also das geht auch immer mehr in private Hand. Und das hat zwei Gründe. Das hat zwei Gründe. Und der erste Grund ist, dass natürlich die staatlichen Institutionen unter dem Gesetz stehen, aber wenn das Private machen, dann ist das nicht so. Das ist genau wie mit den Söldnerarmeen. Ein regulärer Soldat unterliegt strengen Regeln, wie er sich in einem Kriegsfall verhalten muss. Aber ein privater Söldner, der kann ja machen, was er will. Nee, der unterliegt auch einem Recht. Das Problem ist schon, fängt aber schon damit an, dass man sich oft streitet, dem Recht, wessen Landes er unterliegt, wo er herkommt, Ja, aber wo die Moment, Firma die ist, ganzen wer er ist. Blackwater-Söldner, die haben doch gewütet, wie sie wollten, und es ist ihnen nichts passiert. Ja. Ich glaube aber nicht, dass da ein rechtsfreier Raum ist. Ich glaube, das hat man nur Doch, versucht. absolut. Da ist ein rechtsfreier Raum im Kriegsfall. Aber die Soldaten, ne, die können ja vor ein Kriegsgericht kommen. Ja. Deswegen müssen die anders handeln. Nicht? Und genauso ist es mit dieser ganzen Spionage, Datensammelwut und so weiter, Vorratsdatenspeicherung. Wenn das Ganze natürlich in private Hände kommt, dann ist das, unterliegt das nicht den gleichen. Dann können die ja noch so viel die NSA eingrenzen. Dann macht es halt ein Privater. Ja, Verstehst du? genau. Da hat man ein Schlupfloch, wo man es dann nicht schafft zu kontrollieren. Ich denke auch unabhängig davon, wie die Rechtslage ist, hat man dann faktisch weniger Kontrolle drüber. Deswegen landen ja viele von diesen Leuten, die vorher bei diesen staatlichen Institutionen waren, dann bei diesen ganzen Privatfirmen. Ja, ich meine, das sehen wir doch. Ich meine, der Chef Petraeus von der CIA, der ist ja auch jetzt bei einer privaten, ich weiß nicht, Fondsgesellschaft oder Think Tank oder wo der jetzt ist. Ja, nicht? Und der wird ja nicht irgendwie Däumchen drehen, sondern der wird natürlich sein Wissen und sein Netzwerk und alles, was er halt als CIA-Chef hatte, wird er natürlich nutzen. Ja. Nicht? Das heißt, das Ganze ist ja in Englisch sagt man Revolving Door. Also das ist eine Drehtür, wo laufend Leute von privat in staatliche Sachen gehen oder von staatlichen zurück ins Private. Das läuft einfach wie eine Drehtür. Ne? Das ist auch im Bankensektor so. Ne? Die Leute laufen aus den Privatbanken raus und werden dann haben eine Position bei der Fed, obwohl die Fed eigentlich dann die Banken überwachen soll. Ja, Ja. oder Und Herr Zölli. im Gesundheitssystem genauso. Leute aus der Pharmaindustrie landen dann bei den Gesundheitsbehörden oder umgekehrt. Herr Zöllig zum Beispiel, Robert Zöllig, der war Chef von der Weltbank und hat Ja. auch in der Eigenschaft hat er Bilderberg schon besucht und ist jetzt als Bilderberg-Gast in der Eigenschaft von einem hochrangigen Beratungsgremium für Goldman Sachs. So ist es, ja. Also das. Und da kann, das ist doch naiv, wenn man glaubt, dass es da keinen Interessenskonflikt gibt. Ja, Ja. klar, definitiv. Oder dass man Insider-Informationen verwendet. Ja. Nicht?
Ist doch naiv, wenn einer sagt, ja, da gibt es eine strikte Trennung und so weiter. Das ist doch Bullshit. Ja? Strikte Trennung vielleicht, was man anderen erzählt, aber die Information hat man ja selber und kann das eigene Handeln dran ausrichten. Und das ist dieser Trend dieser Trend der Privatisierung in allen Bereichen. Ja, und das ist ja das, was ich sage. Die Bilderberger wollen eigentlich diese Konzerndiktatur. Das heißt also, über allem schweben die Konzerne, die immer größer werden und den staatliche Aufgaben übernehmen und zweitens auch noch den Staaten sagen, was sie zu tun haben. Sie beraten die Politiker, Institutionen werden von Privatbetrieben, ob so ein Daseinsvorsorge oder Gesetze. Ist. Ja, genau. Also das läuft dann auch noch mit unter Beratung. Es bleiben dann nur noch die Symbolfiguren, die Regierung. Also zum Repräsentieren, die Parlamentarier, aber genau. Letztendlich. Und dann verspricht man ihnen auch noch, und wenn du das tust, was wir dir sagen, haben wir einen tollen Posten, wenn du dann in Rente gehst. Für dich, ne? Meint, das ist ja dann auch noch das Zückerchen, das sie ihnen geben, dass sie sagen, wenn du unsere Interessen vertrittst, solange du beim Staat arbeitest, danach kommst du zu uns. Ja. Sind so viele Medien mit dabei, man kann sie hochloben oder ihre Wahlkampfthemen, denen besonders viel Aufmerksamkeit schenken, damit die Wähler genau die Themen wichtig finden und sie dann deswegen wählen. Absolut, ja. Ich meine, wer sind denn die größten Geldgeber für die Wahlkämpfe? Ne? Das waren in Deutschland lange Zeit Banken und danach, glaube ich, Industrie. Ist aber weniger geworden in Deutschland. Ja, wir müssen ja nicht Deutschland sehen, sondern wir müssen das übers Ganze sehen. Ja? USA und, ist immer mehr. Ja, ich meine, ist ja logisch, wenn ich als Konzern einem Politiker helfe durch Spenden, dass er überhaupt gewählt wird, dann will ich doch später was von ihm haben. Dann will ich doch mein Investment mindestens doppelt zurückhaben. Ja? Und das heißt, der arbeitet für mich und nicht für die Wähler. Ja? Und. Ja, ist doch logisch. Ja, die Sendung ist jetzt schon fast 2 Stunden. Deswegen würde ich gerne langsam zum Schluss kommen. Ja, ich meine, wir haben die wichtigsten Themen haben wir besprochen. Natürlich könnte man immer weiter, aber ich will nur den Zuhörern sagen, guckt euch diese ganze Geschichte mit der künstlichen Intelligenz an, weil das ist auf jeden Fall etwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen, dass auch immer mehr Arbeitsplätze ersetzt werden. Ich kann euch ein Beispiel darüber geben, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Ich habe ja mal einen Artikel geschrieben, dass der ehemalige Chef der Fed, der Bernanke, wollte sein, aber nachdem er ausgeschieden ist aus der Fed, wollte er sein Haus refinanzieren. Jetzt, das Lustige ist, dass er keinen Kredit bekommen hat. Ich meine, der Chef der Fed, der ehemalige, kriegt keinen Kredit für seine Hypothek. Jetzt, warum ist das passiert? Weil kein Mensch entschieden hat, sondern eine Maschine hat über seinen Kredit entschieden. Also künstliche Intelligenz. Und das Ganze läuft so in Amerika. Man muss da auf dem Internet x Fragen beantworten, Formular ausfüllen und was weiß ich, alle Angaben machen. Und dann entscheidet anhand eines Algorithmus der Computer, ob man einen Kredit kriegt oder nicht. Und nicht ein Mensch. Ja? Jetzt ist Folgendes passiert. Eines der Kriterien für eine Kreditablehnung ist ein Jobwechsel. Verstehst du? Ja. Und er hat ja einen Job gewechselt. Er hat ja aufgehört und hat kein reguläres Salär mehr als Fed-Chef, sondern er ist jetzt selbstständig. Und das scheint offensichtlich ein negatives Kriterium zu sein, das zur Ablehnung führte. und er ist der Chef, der ehemalige von der Fed. Ich meine, das ist ja der Hammer. Aber da sieht man mal, wie dann solche sogenannten künstliche Intelligenzen funktionieren. Ich meine, wenn er natürlich zu einem
einen Menschen gegangen wären, ein Kreditsachbearbeiter, ja, der hätte natürlich gesagt, was, Herr Bernanke, selbstverständlich, es ist uns eine Ehre, oder, wenn wir Ihnen einen Kredit geben können für Ihr Haus. Verstehst du, was ich sagen will? Mhm. Aber da eine Maschine nach ganz kalten Kriterien entscheidet, kommen ja solche Sachen gar nicht zum Zuge. Das kann man jetzt positiv sehen oder negativ sehen, ja. Nicht? Also die menschliche Komponente fliegt da voll raus, wenn Maschinen entscheiden. Und das ist eigentlich für mich ziemlich gefährlich. Dann darf man denen keine allzu wichtigen Entscheidungen überlassen. Was immer, ja. Aber eine Kreditentscheidung ist ja meiner Meinung nach ziemlich wichtig, über ob ich jetzt eine Hypothek kriege oder nicht. Ne? Ja. Und das wird immer mehr, dass solche Sachen über Computer anhand von Daten, die man eingibt, entschieden werden und nicht mehr ein Mensch irgendwo, der das Ganze anders anschaut. Ja? Und das ist ein Teil dieser künstlichen Intelligenzgeschichte. Das heißt, es werden dadurch auch Arbeitsplätze vernichtet. Ja. Und je mehr ich diese Intelligenz in Anführungsstrichen, weil es ist ja gar keine echte. Ich meine, ich komme aus dem Softwarebereich, ich weiß, Computer sind nicht intelligent. Die sind ja, das sieht höchstens so aus. Das Ganze ist ja programmgesteuert. Das heißt, das ist ja eine Intelligenzsimulation, aber keine echte Intelligenz. Ja. Und deswegen, wenn das aber immer mehr wird, über das Computer, über Menschen entscheiden, das ist da gehen wir aber hin. In diese Richtung gehen wir. Hm. Ja. Nicht? Und es kann ja dann so weit kommen, dass dann Computer über Kriege entscheiden oder über Waffeneinsätze und dann kommen wir ja dorthin wie der Film Terminator. Ja? Die Befürchtung, ja, das habe ich gerade auch gedacht, aber ich wollte es nicht direkt aussprechen. Aber wenn es vor allem Konferenzen sind, die solche sicherheitspolitischen Themen haben und Thema künstliche Intelligenz, die Kombination ist natürlich brisant. Ja, und wir wissen ja, dass der ganze Handel mit Devisen, mit Aktien und mit allen möglichen anderen Sachen, die finden ja eh schon alle in Computern statt. Da entscheidet doch kein Mensch mehr, sondern das läuft mit Algorithmen ab, da werden Daten permanent abgefragt und dann entscheidet ein Computer, ob er kauft oder verkauft. Ich meine, das ist ja auch schon so eine Art künstliche Intelligenz, wo kein Mensch mehr aktiv ist. Ja. Ich meine, das passiert ja alles schon. Nur es wird immer mehr in Zukunft. Das wird überall reinkommen. Überall. Nicht? Das ist der Trend. Und da müssen wir uns informieren, was das für Konsequenzen haben wird. Ja. Und diese Firma Palantir ist speziell darauf getrimmt, diesen gigantischen, diese riesige Berg an Daten, die von allen Seiten kommen, zusammenzuführen, zu analysieren und daraus Trends zu ermitteln, zum Beispiel, was morgen die Leute kaufen wollen. Hm. Also das kann man dann an Firmen verkaufen. Hm. Oder an Polizeibehörden, die dann zum Beispiel, wie gesagt, diesen Pre-Crime vielleicht dann daraus ermitteln. Oder Regierungen, die voraus an welche Wahlkampfstrategien die Opposition fahren wird. Oder was immer. Oder man kann, wie gesagt, einzelne Personen rausfiltern, die dann ein verdächtiges Muster erfüllen. Ja. Und das wird ja übrigens auch hier als Verkaufsargument gesagt, dass man dadurch natürlich den Terror bekämpfen kann. Das ist ja die Dauerausrede, die sie überhaupt für immer alles verwenden. Ja. Okay. Ich würde jetzt diese Sendung gerne schließen. Wäre schön, wenn wir gleich zum Abschluss der Sendung noch ein Musikstück haben und
Wir melden uns wieder definitiv an einem Donnerstag im Juli. Und wie es im Moment aussieht, wird es wieder um ein Finanzthema gehen. Vielleicht machen wir auch mehrere Sendungen im Juli. Das wird dann in Kürze auch rechtzeitig verraten. Gut, hat mich sehr gefreut und ich wünsche allen eine gute Zeit. Danke. Danke für die Teilnahme.